Worum ging das hier heute eigentlich? Heute ging es hier darum, unsere Kandidaten für die Kommunalwahl 2023 aufzustellen. Wir wollen eine sehr abwechslungsreiche und mit guten Kompetenzen besetzte Liste aufstellen. Ja, das ist uns gut gelungen und wir beschließen unser Wahlprogramm, das wir mit unseren Mitgliedern gemeinsam in einem wirklich sehr intensiven Prozess erarbeitet haben und dem wir dadurch auch nah an den Menschen sind, weil alle Meinungen eingeflossen sind in unser Programm. Frau Breu, die Frage muss erlaubt sein. Zwei Spitzenkandidatinnen, kein Mann. Warum nicht? Wir haben drei Spitzenkandidatinnen, weil wir tolle Frauen in unserer Partei haben. Natürlich auch ein bisschen aufgrund der grünen Statuten, dass Frauen auch an der Spitze befördert werden. Aber eigentlich ist es für uns auch ein normaler Prozess. Also wenn drei Männer an der Spitze wären, würden sie die Frage nicht stellen. Wie sieht das Programm aus, in groben Zügen skizziert? Das Programm beschäftigt sich hauptsächlich mit den Themen, oder hat vier große Kapitel eigentlich: Klimapolitik, Soziales, Bildung, Jugend und eben solche Themen. Und es hat auch den Punkt Wirtschaft, Finanzen, also ist eigentlich ein normales Wahlprogramm. Wir haben versucht, alle Bereiche, die uns hier in Neumünster beschäftigen, abzudecken damit. Frau Ministerin, warum sind Sie heute hier in Neumünster? Weil ich natürlich auch grünes Mitglied bin und aus Neumünster komme und mit diesem Kreisverband auch in der vergangenen Zeit natürlich Wahlkampf gemacht habe und deswegen bin ich heute hier. Was sind die großen Themen dieses Wahlkampfs 2023, Kommunalwahlen? Ich glaube, das Entscheidende ist vor allem, die Klimaneutralität in Neumünster 2035 hinzubekommen. Ich glaube aber, was durch die Kandidatur noch mal deutlich geworden ist, dass uns gerade auch sozialpolitische Themen wichtig sind, Mobilitätskonzepte hinzubekommen in Neumünster, die zeitgemäß sind und die auf Klimaneutralität angesetzt sind und dass wir eben aber auch alle anderen Themenfelder nicht vergessen. Und da sind jetzt ganz viele tolle Menschen gewählt, die das machen werden. Welche Erwartungen, welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem 14. Mai, mit dem Tag der Wahl? Ich hoffe, dass wir Stimmen dazu gewinnen können und damit unsere Position auch einfacher in der Ratsversammlung vertreten können. Aber letztlich ist es auch die Hoffnung, endlich Dinge bewegen zu können. Wir sind eine Partei, die eben nicht aufschieben will, sondern die handeln will, die ins Tun kommen will. Und diese Hoffnung verbinden wir einfach damit, dass die Chancen darauf steigen.